Vielleicht ist es auch ein Angebot, das der Mann, mit dem wir jetzt sprechen wollen, eventuell annehmen könnte. Der Regisseur Dietrich Brüggemann ist uns zugeschaltet, der einige der Videos gemacht, auch an der Konzeption mitgewirkt hat. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für uns und unsere Zuschauer nehmen. Herzlich willkommen. Hallo. Alle mal eine Schicht machen, heißt es jetzt von Ärzten. Wären Sie dabei? Ja, ich weiß aber nur nicht, ob ich aus den richtigen Gründen dabei wäre. Ich glaube, hier wird gefordert, dass man sagt, ich entschuldige mich, das war ganz schlimm und böse und jetzt gehe ich reuig zur Arbeit und mache mal eine Schicht im Rettungsdienst. Aus diesen Gründen würde ich es nicht machen, weil ich entschuldige mich nicht. Ich habe mit dieser Aktion, und ich spreche jetzt wirklich nur für mich, diese Gruppe sortiert sich gerade. Die Leute sind schwer verwundet und sehen sich existenziell bedroht und haben gerade ein Problem und wollen auch nicht, dass jetzt irgendjemand für die Gruppe spricht. Ich spreche nur für mich, aber ich habe zum Inhalt der Aktion auch etwas zu sagen, das muss gesagt werden. Diese Aktion bezieht sich auf die Kommunikation, in der die Regierung mit uns spricht. Das hat überhaupt nichts mit Intensivstationen zu tun. Bei uns wird kommuniziert in Kampagnen wie besondere Helden oder wir bleiben zu Hause. Lockdown ist irgendwie schön und das ist doch lustig, auf dem Sofa sitzen und Chips essen. Das hat also so einen locker flockigen Tonfall. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Lockdown ist für ganz viele Menschen im Land eine extreme, ungeheure, existenzielle Belastung und Bedrohung. Die Leute können nicht mehr. Ich kriege das an so vielen Stellen mit. Und die Regierung sagt mit diesen ganzen Kampagnen, ach, ist doch alles halb so wild, wir bleiben zu Hause. Und das ist halt nicht ehrlich. Also die Regierung müsste doch der Bevölkerung mal eigentlich eine Blutschweiß-Tränenrede halten und müsste sagen, Leute, es ist schrecklich. Wir werden diesen Lockdown nicht los, aber Corona ist auch schrecklich. Aber das passiert nicht. Aber das wäre ehrlich. Es wäre ehrlich zu sagen, es steht nicht alles in unserer Macht und wir wissen nicht mehr weiter. Wir müssen einfach immer weiter Maßnahmen und diese Kontaktbeschränkungen und du darfst nur so und so viele Leute sehen oder all das, ich muss ja nicht erst mal Namen nennen. Das geht an die Essenz unseres Menschseins. Wir müssen als Menschen mit Menschen zusammenkommen. Und wenn uns das nicht ehrlich kommuniziert wird, sondern die ganze Zeit so schöne Plakatkampagnen, die sagen, ist doch eigentlich alles nicht so schlimm, dann ist das unehrlich. Und diese Kampagne hat diese Kommunikation persifliert, indem sie quasi nachgespielt hat. Die Videos sind ja im Prinzip Persiflagen auf solche Videos, wo man sagen, liebe Bürger, unterstützen die Corona-Maßnahmen. Das sind ganz klar Parodien auf diese Art von Kommunikation. Aber sind Parodien in einer solchen Situation, und Sie haben ja die Schwierigkeiten gerade angesprochen, die wirklich existenziellen Schwierigkeiten, die ja gerade in Ihrer Branche, bei den Freiberuflern, bei den Schauspielern, bei all denjenigen, die hinter den Kulissen arbeiten, ja in der Tat existenzbedrohend sind. Ist die Persiflage auf die Kommunikation der Regierung, wie Sie es nennen, das wirklich das richtige Mittel? Hätte man sich nicht anders einbringen können vielleicht, wo es klarer gewesen wäre, was Sie meinen und worauf Sie hinweisen wollen? Ich glaube, es ist vollkommen klar, was wir meinen. Man muss sich diese Filme einfach nur mal anschauen. Die zitieren doch ganz klar diesen schönen Look dieser Videos und wo Leute so empathisch in die Kamera sprechen und Testimonials sind, immer ihren Namen da reingeben und am Ende sagen, bleiben Sie gesund und so. Also das ist vollkommen klar, glaube ich, wenn man sich unvorgenommen anschaut, was diese Videos meinen. Aber wenn es klar wäre, hätten wir doch nicht diese heftigen Reaktionen darauf. Wenn es so klar wäre, wie Sie es gerade beschreiben, würde doch nicht das Land gerade so frei drehen. Ich glaube, diese Videos müssen ein Narrativ umstoßen. Und dafür muss man die Leute aus dem alten Narrativ ausstoßen. Das Narrativ von diesen ganzen Bundesregierungskampagnen ist eben das, wir müssen zu Hause bleiben und es ist auch irgendwie gar nicht so schlimm und eigentlich ganz nett. Aber sonst, wenn du das nicht machst, dann ist die Intensivstation sofort voll. Ich glaube, so kommen wir nicht mehr weiter. Und es ist nicht nur die Kultur- und Veranstaltungsbranche, nein, das ganze Land, es sind so wahnsinnig viele Leute, die Bessergestellten, die wir in den Medien so sehen und die wir auf Twitter und Facebook sind, die vielleicht gar nicht mal so. Aber das breite Volk, die anpackende Bevölkerung, die den Laden am Laufen hält, und die kenne ich als Filmemacher. Filmemacher ist nämlich nicht roter Teppich und Glamour, vor allem ist im Keller stehen und im Dreck stehen und auf der Straße stehen und mit der anpackenden Bevölkerung da sein und arbeiten, die sind vollkommen im Eimer. Und deswegen brauchen wir ein anderes Narrativ. Das Narrativ muss irgendwann jetzt mal heißen, hey, wir schaffen das. Die bittere Wahrheit ist, wir werden Corona nicht los.
Ja, Leute, Herr Brüggemann, mit allem Respekt, aber die gerade von Ihnen genannten, die das Land am Laufen halten, nicht die Bessergestellten, warum tauchen die in den Videos nicht auf? Warum sind sie nicht losgegangen und haben mit den Verkäuferinnen, mit den Kassiererinnen in den großen Lebensmittelläden die Videos gemacht? Sie haben sie gemacht mit einem Teil, ich sage bewusst einen Teil, da sind auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen mit bei, denen es mit Sicherheit auch nicht super geht. Aber Sie haben es halt eben auch mit den Größen der deutschen Schauspielszene gemacht. Das sind die Bessergestellten. Genau. Und die kritisieren genau da das, was die Bessergestellten tun. Nämlich sich aus einer bessergestellten Position dahinstellen und sagen, ich bleibe zu Hause und schütze damit mich und andere. Und die anpackende Bevölkerung soll mir bitte Sachen bringen und hier mir meine Pizza liefern und so weiter. Und das finde ich gut. Und wenn die sich dann aber am Wochenende raussetzen in den Park, dann finde ich es nicht gut. Dann mache ich da Fotos auf Twitter und sage, die sind alle egoistisch. Das ist eine privilegierte Position, aus der ganz, ganz oft der Lockdown befürwortet wird. Und diese Position haben wir mit privilegierten Leuten persifliert oder auch mit unprivilegierten Leuten. Und damit haben wir die Kampagne der Bundesregierung, der ja auch privilegierte Testimonials auftreten, wie Günter Jauch und Uschi Glas, haben wir sozusagen parodiert. Bei all der Kritik, die da jetzt aufgekommen ist an der Art und Weise, wie Sie es umgesetzt haben, gab es denn einen Kritikpunkt, von dem Sie jetzt im Nachhinein sagen würden, ja, okay, gut, ich denke da noch mal drüber nach, das hätten wir unter Umständen schon in der Konzeption vielleicht anders machen können? Es gibt immer Kritik, die man sich zu Herzen nimmt. Und da das Ganze eine Aktion einer Gruppe war, wird das auch erstmal in die Gruppe getragen und in der Gruppe besprochen, bevor ich jetzt hier aufstehe und nochmal Selbstkritik übe. Denn wenn der Gruppenaktion ist Selbstkritik auch immer Gruppenkritik. Wir haben das zusammen gemacht. Und wenn ich mich kritisiere, kritisiere ich damit dann auch die anderen. Also da muss man sich fragen, ist es schiefgelaufen oder ist es gerade wegen dem Shitstorm, weil das Thema jetzt in der Mitte der Gesellschaft ist und weil man jetzt tatsächlich sagen kann, Entschuldigung, Leute, wir brauchen ein anderes Narrativ. Wir müssen jetzt sagen, mit demselben Tonfall von wir schaffen das, müssen wir jetzt sagen, wir schaffen das aufzumachen. Wir als Land haben uns schon so oft irgendwie am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen, ob das jetzt Aufbau Ost war oder wir krempeln 1968 die Gesellschaft um oder wir demilitarisieren irgendwie drei Generationen mit dem Zivildienst. Wir haben so viel geschafft. Wir müssen es jetzt schaffen, gemeinsam aufzumachen und dieses Narrativ von bleib zu Hause, sonst ist die Intensivstation voll und es geht nicht anders und sonst bist du Querdenker und sonst bist du hier menschenschlechter. Dieses Narrativ müssen wir ersetzen durch ein anderes. Und das muss heißen, wir kriegen das hin. Wir machen jetzt auf, so wie wir können, ohne menschenverachtend und zynisch und böse zu sein, aber weil wir müssen, weil wir sonst das Land kaputt machen. Herr Brüggemann, ich bedanke mich für...